Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zu euren Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für euch geht der Januar so ein bisschen langsamer los, weil alle wichtigen Planeten eher in Wasserzeichen, Erdzeichen stehen. Kommt nicht so viel rüber für die Luftzeichen. Aber richtig gut wird es dann ab dem 18. Da geht nämlich die Venus in den Wassermann. Und da wird es dann schon spannender für euch. Trotzdem habe ich am 8. Januar schon einen Top-Tag für euch gefunden. Der ist besonders schön auch, um Harmonie in einer festen Partnerschaft zu genießen, weil da stehen die festen Partnerschaften unter guten Sternen. Vielleicht auch, um gemeinsam schon mal Pläne zu machen und sich zu überlegen, was ihr im neuen Jahr gemeinsam anschaffen wollt oder wofür ihr die Verantwortung übernehmen wollt. Und es ist auch schön für eure Verführungskünste, denn der Mond steht günstig in der Waage. Und von daher ist da auch bestimmt der eine oder andere Flirt drin an dem Tag. Genau, und dann habe ich den Samstag, den 13. für euch rausgesucht, einfach weil da nämlich der Mond bei euch im Partnerhaus steht, im Zeichen Schütze und dann hier den Mondknoten aktiviert. Der steht für euch im dritten Haus. Das heißt, gute Gespräche führen zu Flirtgelegenheiten. Ne? Einfach auch, wenn ihr neugierig seid, wenn ihr offen seid, wenn ihr interessante Themen zu besprechen habt oder was Neues lernt, dann könnt ihr da eben auch interessanten Leuten begegnen. Am Donnerstag, den 18., da geht dann die Venus in den Wassermann und der Mond wird auch im Wassermann stehen und auch dann diese Konstellation aktivieren, auch nochmal den Mondknoten aktivieren. Und das Ganze im 9. Sonnenhaus, also das ist gut für Liebespläne, das ist gut, um mit dem Liebsten zu überlegen, was ihr neues, schönes unternehmen wollt im neuen Jahr. Oder eben auch nochmal wieder, um interessante Leute kennenzulernen. Und dann ist auch noch interessant für euch der 22. Januar. Da hat der Mond auch einen schönen Aspekt hier zur Sonne und zur Venus aus dem Widder raus. Und das Ganze eben in günstigen Aspekten zu eurer Zwillinge-Sonne. Ist auch nochmal schön, um Liebespläne zu machen. Ist aber auch gut für eure Freundschaften. Vielleicht kriegt ihr da eine interessante Einladung. Und wahrscheinlich werdet ihr ja zu dem einen oder anderen Wassermann-Geburtstag eingeladen. Da solltet ihr dann auch auf jeden Fall dran teilnehmen. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!